Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, Leben auf dem Bauernhof, beziehungsweise Ja, Urlaub auf dem Bauernhof. ja, zusammen mit dem Hans, nicht mit dem Hans, mit dem Karl Gutberg, ja, Servus. aka Varuna LP auf YouTube, könnt ihr mal vorbeischauen, da auch mal ein Abo dalassen. Ja, und natürlich hier mit dem Hans Gumpitsch. Gumpitsch, jo. Eieiei, dieser Name wird uns noch ein paar Folgen verfolgen. BlackBeast86 auf YouTube gerne reinschauen, abonnieren und Spaß haben. So, Sie haben auch mich jetzt noch hier. Was sind das für ein Hof? Ist es auch Kühe? Das wären Kühe. Die haben aber hier ein bisschen älteren Stand, habe ich Also, das wenn wir Gefühl. jetzt ein bisschen weiterfahren, würden wir zum Schafshof kommen. Da wollte ich eigentlich hin, aber ich würde mich trotzdem hier gerne mal kurz umschauen. Jo, schauen Sie sich um. Weil die Halle ist schon riesig, ey. Kann man die aufmachen? Ja. Ja. Oh. Oh. Wenn das mal alles runterkommt. Das wäre ein netter Stall. Ich glaube, das war mal ein Stall. Haben sie nur irgendwas rausgerissen? Ganz dunkel ohne Licht. Ah, doch, hier. Haben Lichtschalter gefunden. Ah ja. Interessant. Na, der steht aber schon ein bisschen leer, oder? So wie es Ja. aussieht. Oh, hier gibt es sogar noch Ja. einen Lichtschalter. Funktioniert sogar noch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist eigentlich der perfekte Hof für Sie. Gucken Sie mal da oben. Wo? Ach so, ja. Waren Sie schon mal hier beim Händler? Nee. Das ist da auch ein Steyr Händler eigentlich. Ah, da sind Ersatzteile drin. Ja. Aha. Sieht schon interessant aus hier. Hui. Hilfe. Oh. Hallo. Hallo. Ah, das ist so ein. Ich habe das Heuloch gefunden. Ja. Ja, war das tatsächlich mal ein Stall. Okay. Naja, aber wie gesagt, der ist, glaube ich, sowieso viel zu groß für mich. Ja, und halt keine Schärfe. Ja, das auch kommt noch dazu. So, ich fahre jetzt zum Schafshof. Ja, nehme ich mit. Jo, tschüss. So. Halt! Ich muss auch noch rennen, ey. Hey. Wollten Sie mich jetzt stehen lassen? So, jetzt kommen wir mal auf eine Bergstraße. Oh, ich mache gleich mal wieder die Augen zu. So, Oh! hier die. Da ist ein Schlepper. Was? Nein, Schlepplift. Ach so, ja. Können Sie dann ja Skifahren gehen? Oh ja, sehr gern. Haben Sie es nicht so weit? Perfekt. Direkt am Hausberg. In der Nähe. Was sind das hier? Ui. Hier weiter. Hier da oben wird's Schafe geben. Schafstall. Hof mit Schafstall. Gibt's hier keine Straße? Eigentlich nicht wirklich. Eigentlich mehr so eine Alm oder so. Auf jeden Fall hier wird's Schafe geben. Altes Teil, ey. Aber das ist genau das, was ich mir vielleicht auch leisten kann. Ja, schau hier die Fenster. Ja, das ist alles schon ein bisschen Ja, runter. leicht. Schöne kleine. Ha. So, hier könntest du. Oh, hier lebt sogar noch ein Schaf. Jo. Ey, bleib da. Ui, jo. Jo. So.
Riechen Sie das? Ich schmeck's nicht, ich riech's nicht mal, weil ich bin's gewöhnt. Ja, ich riech auch nichts, das ist halt der Vorteil daran. So. Ja, das ist schön. Ja, also hier haben sie halt ein bisschen weiter oben halt, ne? Ein bisschen ist gut, also bis ich hier oben bin, ist Weihnachten. Da wäre vielleicht für sie besser der Dieglinger Hof, weil da wären auch Schafe und der wäre weiter unten. Wollen. Ja, wissen Sie, ich habe kein Geld. Naja, ja. Ich werde mir das mal überlegen. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Jo, ich bin dann aber wieder auf der Arbeit. Tschüss, ne? Mimö. Tschüss. Ja, warte, nimm mich doch mit. Ach, ich dachte, du sagst zu mir Tschüss. Na, zum Schaf habe ich Tschüss gesagt. So. Aber eigentlich müssen wir da dem schon mal, weil wenn hier niemand mehr lebt und das Schaf hier allein ist, müssen wir schon mal was zum Fressen bringen. Ja. Ich meine, das Problem hier oben ist halt auch die Infrastruktur. Also da bist du ja am, nicht am allerwertesten der Welt, sondern so richtig am allerwertesten. Ja, also hier hast du halt auch dann schön deine Flächen hier oben und hier stirbt dich halt auch niemand. Ja, das ist der Vorteil, da kann ich... Kann ich die Party jucken lassen? Ja, keine Nachbarn. Hm. Nicht wie in der Stadt. Was ist denn das hier? Da ist doch noch ein Hof. Ach so, ja, das wäre der. Das wäre hier der Hof, ja. Also da oben wäre eigentlich die Alm und das hier wäre der Hof. Ah, okay. Hier wird es halt auch Kühe geben. Oder hat es früher Kühe gegeben? Okay. Alles mit Kühen voll hier, ey. Er ist halt das meist verbrateste, ne? Hm. So, also hier könntest du mir ja mal baden gehen. Na, danke. Ui. Ach Mist, da eine Wegfahrsperre drin, ey. Machen Sie denn jetzt? Nix. Hier der Futtertisch. Ja. Lol. Quatsch. Ja, hallo. Hallo. Hier rauf, oder wie? Ja, jo, ich habe da so eine Türe gefunden. Der ist ja auch schon ein bisschen verlassen hier. Ja, ist alles ein bisschen verlassen hier, ja. Ey, ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Ja, der ist sowieso nichts für mich. Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt wieder runterfahren. Ja, mach das. Wo ist denn hier der Weg? Können Sie nochmal aussteigen und wieder einsteigen? Ach, wieso? Ja, können sie machen. Nein, du. Sie. So, jetzt. Okay, hat nichts geholfen. Müssen sie, glaube ich, steigen. Und jetzt? Ah, jetzt. Ah, ja. Ja, ich muss mir das mal überlegen. Also ich glaube, das meiste Potenzial hätte ich, wenn ich tatsächlich auf den nach den Pferden gucken würde. Oh, ich will doch nur nach Hause. Hause. Nein! Oh Gott. Ja, da die linke Straße, da sind wir hergekommen. Hängt's ein bisschen das Auto, ich weiß auch nicht. Boah, hat er noch seinen Führerschein gemacht, ey. So, jetzt. Ich
glaube fast in Tirol gewinnt man den im Lotto, ey. Ja, Pfeiler. Baum. Ui, da muss ich jetzt mal die. Muss ich mal in die Werkstatt fahren, die Tage. Ja, ich glaube auch. Hier ist halt mal keine Straße. Oder ja, doch? Wenn sie links rumfahren vielleicht. Oh Gott, mir wird schon wieder schlecht. So, jetzt kann es wieder weitergehen. Da kann es sehr weit gehen. Vor allem nach unten. Oh ja, ja. Immer hupen, damit die anderen ausweichen, hoffentlich. Ich bin euch so rausgekrochen. Shit. Oh, wow, wow. Herr Gumbic, was haben Sie da gemacht? Glück bin ich noch rausgekrochen. Glück sind wir noch rausgekommen. Ja, ja, ja. Zum Glück sind wir nicht im Fluss gelandet. Glück. Wissen Sie den Weg nach Haus? Ja, ich muss aber noch den versuchen, den Motor abzuschalten, sonst ist mehr kaputt beim Auto. Ah. Oh ja. Ich wusste, das geht nicht gut. Ich wusste, das geht nicht gut. So, jetzt, wo geht's lang? Ja, müssen wir halt zu Fuß gehen. Ja, wohin? Da runter? Ja, ja, also runter. Hoch nicht, weil wir sind ja von oben gekommen. Ah. Na jetzt dann mal das Wochenende mal hier Wandlader hoch. Alles ohne Polizei machen, du. Ja. Boah, aber eine schöne Aussicht haben wir von hier. Ja. Ah, da hinten, ich sehe ihren Hof. Ja. Ich geh mal hier. Hoppala. Was ist ausgerutscht? Hoppa. Ah ja. Ah. Ja, jetzt ist er weg. Ah. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen langsamer, ey. Ich wusste absolut, dass das nichts wird, wenn der da so runterbrettert, ey. Oh Gott, was ist das für ein. Eigentlich sollte ich ihn verklagen auf Schmerzensgeld, ey. Oder? Das wäre doch eine Idee. Ich verklage ihn auf Schmerzensgeld und kann mir dadurch einen Hof leisten. Andernfalls muss ich eben hoffen, dass meine Abfindung so groß genug ist. Okay, aber ich laufe noch und es ist keine Polizei informiert und es ist nichts passiert eigentlich. Ich glaube, da kriege ich gar kein Schmerzensgeld. Ja, jetzt weiß ich nur nicht, wo ich lang muss. Ich lauf einfach mal nach unten, das wird schon richtig sein. Ich glaube, da kommen wir beim Sägewerk raus. Ja, 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 genau.
Ja, was soll man machen? Soll ich mir den Schafshof oben kaufen? So am Arsch der Welt? Oder soll ich mir den Pferdehof kaufen? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Also warte mal, wenn ich auf die Karte gucke. Ich meine, hier oben gibt es ein paar Felder. Man könnte auch ein paar Felder. Da gäbe es schon was. Aber hier gibt es natürlich mehr. Aber da brauche ich auf jeden Fall 180.000. Wo habe ich denn überhaupt Geld? Ich bin falsch. Beziehungsweise wenn ich so ein kleines nehme, nicht ganz so viel. Muss ich mir mal überlegen, was ich da mache. Ich weiß es nicht. Oh. Hallo. Hallo. Sie waren aber schnell unterwegs. Ja, ich bin immer gerannt. Ja, sehen Sie, mit dem Geländewagen wäre das vielleicht alles nicht passiert. Meinen Sie? Ja. Okay. Naja. Okay, liebe Leute. Aber da sonst auch gewesen sein von der heutigen Folge. Urlaub auf dem Bauernhof. Beziehungsweise Leben auf dem Bauernhof. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Ja. Blackbeast86 auf YouTube oder Varuna LP auf YouTube, das bin ich. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.